Hallo. Ich bin auf meinem Neujahrsspaziergang. Ja, ich musste erst mal zu mir kommen heute Morgen nach dem gestrigen Feiern. War ganz schön heftig mit viel gegessen, viel getrunken. War schön, aber eben auch der Körper freut sich da nicht, so belastet zu werden. Und ich musste erst mal heute den ganzen Vormittag nutzen, um wach zu werden. So, jetzt bin ich langsam wach und gehe hier spazieren und wollte für das neue Jahr euch allen viel Glück wünschen. Und ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel sowas wie Vorsätze gefasst habt. Also Vorsätze nenne ich das nicht mehr. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss alles planen. Aber eine Haltung, sich vorzunehmen, finde ich ganz sinnvoll. Und ich habe, wie so viele in letzter Zeit, wahrgenommen, wie unglaublich anstrengend durch die Corona-Situation, die wir gerade haben, das Umgehen miteinander geworden ist. Ich selber mit einbegriffen. Ich möchte mir für mich erstmal vornehmen und wünsche mir das auch generell, mich nicht mehr triggern zu lassen. Ich bin der Meinung, also vom Kopf her, du bist ja dann in dem Moment nicht, wenn du emotional angetriggert wirst, aber ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, sich nicht verwickeln zu lassen in Streitgespräche, in spaltende Situationen, in Kampfhaltungen und in Rechthabereien, weil das spaltet uns und immer mehr. Und das tut niemandem gut und es hilft auch niemandem was. Und ich habe mich selber dabei ertappt in der letzten Zeit, ein paar Mal richtig wütend zu werden. Und auch Angst zu haben vor Angriffen und habe auch die Radikalität in mir gespürt, die dann hochkommt bei so einer wahnsinnigen Wut, die ich spüre. Und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das ist eine alte Geschichte. Wer von uns hat das nicht erlebt in der Kindheit? Dass Eltern in ihrer Hilflosigkeit Beschlüsse durchgesetzt haben, die uns Kindern nicht unbedingt richtig oder logisch vorkamen, aber wir waren mehr oder weniger machtlos einer solchen Situation ausgeliefert. Andersherum gibt es auch Menschen, also ich gehöre zu den Ersteren, die eben, ich sag jetzt mal, rigorose Beschlüsse überhaupt nicht ertragen können und da sehr wütend werden können. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die überbehütet waren und die gelernt haben in der Kindheit, dass, ich muss mal hier drehen, hier ist zu schlammig, ich muss einen anderen Weg wählen, die gelernt haben, dass Gehorchen Sicherheit bringt und Schutz bringt, ganz egal. Oder auch, dass die gelernt haben zum Beispiel, dass die Vernunft uns immer hilft, die Ratio. All das sind verschiedene Haltungen, die in der Kindheit entstehen. Und wer da mit sich nicht im Frieden ist, oder sagen wir mal gereift ist, der wird sehr schnell durch alles Mögliche in der Jetztzeit, in der wir leben, getriggert. Das weiß ich als Therapeutin und das gilt auch für mich. Und ich habe mir jetzt ganz schwer vorgenommen, wenn ich das spüre in mir, dass, und es ist nur noch selten passiert in letzter Zeit, aber es gab halt jetzt zwei Situationen, wo ich richtig die Kontrolle über mich verloren habe und dann das war nicht gut. Ich habe mich nachher entschuldigt und ich habe darüber nachgedacht. Es fällt bestimmt sehr vielen Menschen, nicht nur mir,
öfters mal in der jetzigen Situation schwer, mit der Angst umzugehen, in der wir alle stecken, und ruhig zu bleiben und im Wir miteinander zu bleiben, weil wir sind schließlich keine Einzelmenschen, sondern derjenige, der dir gegenübersteht und vielleicht diametral das Gegenteil macht und vertritt, was du machst, der hat dieselbe Angst wie du. Die einen haben Angst zu sterben, andere haben Angst vor Unsicherheit, vor Verlust der Arbeitsstelle, Geld, Inflation, wirtschaftliche Ängste. Dann gibt es die Ängste, tatsächlich zu sterben oder krank zu werden, allein zu sein. Dann gibt es die Ängste, gebrochen zu werden durch Beschlüsse, dass die eigene Meinungsfreiheit, die eigene Beweglichkeit einfach verboten wird. Angst vor Gefängnis, inneren Gefängnissen, äußeren Gefängnissen und so weiter. Aber letzten Endes entspringt es alles einer Urangst. Und da sind wir uns doch alle gleich. Und deswegen wünsche ich mir für die nächsten Monate, wo die ganze Sache ja vielleicht auch noch schwieriger werden könnte, Geduld zu bewahren und mit mir selber in Kontakt zu bleiben und mich nicht zu verlieren, auch wenn die Situationen vielleicht immer schwieriger werden. Und das wünsche ich mir generell für die Menschen, für uns alle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute. Tschüss.